So, da sind wir auch schon wieder. Ihr habt nichts verpasst. Ich bin nur so ein bisschen rumgelaufen. Allerdings wäre das cool, wenn mein Bruder auch mal in dem Moment sagt, stopp, bleib mit der Figur stehen. Ist das nicht eindeutig? Das war nur deine Hand. Das hätte auch heißen können, sprich mit meiner Hand. Tür. Das sieht merkwürdig aus. Hör sofort auf. Warum denn, Mampf? Ich muss etwas essen oder soll ich verhungern? Sie hat unsere ganzen Vorräte aufgegessen. Schaff dieses Monster aus der Küche. What's up, man? Tolle imperiale Macht. Da gehst du einfach mal so rein und läufst du durch und ja, irgendwie hätte ich doch keiner auf und du sagst einmal Feuer, schon kommst du unbemerkt überall hin. Nina ist jetzt sexy Sklavin. So, like Leia aus Star Wars. Ob die wohl auch solche Kopfbewegungen machen muss, aber an einer anderen Stelle. Warum hört sich das so komisch an, als wenn ich eine Treppe hochlaufe? Ja, das hatten wir schon. Wenn ich wüsste, wo ich lang müsste. Aber ist eigentlich der einzige Weg, kann eigentlich nur hier sein. Wo man was? Nein. Mit rotem Licht? Ich weiß, wie rot aussieht, du Spacken. Aber hier waren nicht allzu viele Türen. Das sieht aus wie eine rote Tür. Aber es hätte auch alles mögliche andere sein können. Also wie eine Tür, 100% sah das jetzt auch nicht aus. Den Spielstand speichern, ja. Ja, und jetzt? Kennt ihr den? Kommt ein Ostfriese zum Arzt? Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Hä? Und die Poernte? Küss mich, Püppi. Igitt, ich muss mich gleich übergeben, du Ekel. Bitte, bitte, bitte. Wurg. Nimm ihn doch nur mal einmal in den Mund. Was tust du da? Ich, versuche zu vergewaltigen und zu schänden. Wir üben Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist so typisch, ey, ab 6 Jahre Spiel freigegeben. Oh, 80er Jahre. Ne, 90er Jahre so. Er lügt. Nichts als Ärger. Geh zur Seite, Mädchen. Mit Vergnügen. Endlich gut, dass ihr da seid. Du kommst immer im ungünstigen Moment, Onkel. Ich, hey, bleibt hier. Nö. Was zum... Das Imperium, auch das noch. Oh je, wir müssen uns ergeben. Das ging aber schnell. Ergeben? Nie und nimmer. Lieber sterbe ich im Kampf. Wir sind alle erledigt. Geil ist, dass das wieder die Musik von, hier von dem Dingens hat. Von dem Wald. Wen haben wir denn da? Den Mana-Ritter und seine Freundinnen.
Tantalus hat mich schon vor euch gewarnt. Ich habe etwas für euch. Und lass mich raten, ein Endgegner? Auch wie unerwartet. Wo du Arloch? Wo bist du, du Mistvieh? Wer ist er denn? Scheiße, ich habe meinen Mana verballert. Ich dachte ja, wir kommen in eine Stadt. Jetzt aber. Nein, auch nicht? Was ist denn jetzt los? Okay. Warum geht das nicht? Oh, das geht. Kann ich jetzt? Nein, ich will das doch gar nicht. Immer noch nicht. Ist die Mana aufgebraucht? Ups. Das ist nicht fair. Haha, da wo unsere Siegespose eingenommen haben, konntest du uns keinen Schaden machen. Aber jetzt. Das ist ein Scheißgegner. Steht da irgendwas, was ich gegen den Penner machen soll? Kann ich den vielleicht mit der Elektra stehen lassen, irgendwie einfrieren oder so? Toll. Toll. Toller Gegner. Ich soll den einfach doof angreifen. Ich kann mich auch einfach heilen. Ist er jetzt irgendwo gegengefahren? Was war das denn für ein dummer Gegner jetzt? Ich habe ihn jetzt, weiß ich nicht, 400 Schaden gemacht, ein paar Mal angegriffen und bin einfach seinen behinderten Angriffen ausgewichen. Du hast ihm 980 Schaden gemacht. So, und jetzt verkaufen wir Waffen, du Arschloch. Oder Rüstung, eher gesagt. Was habe ich? Ja, habe ich. Rettungstrupp hier auch. Ja, total. Wir warten voll auf den Rettungstrupp. Volle Kanne. Wo ist denn hier mal so ein Spaß, der dir was verkauft? Soll ich jetzt mit dem Pflegefall hier unten wieder reden? Mit wem? Hab ich doch. Ja. Was wir aber nicht wollen, also antworte ich mit Nein. Oh. Halte dich zurück in der Wüste, nördlich, und verweise gleich darauf die Stadt Oasis. Bla bla bla, ich lese euch das jetzt mal nicht vor, weil der labert eh nur Scheiße. Heißt das, ich muss jetzt erst aufs Rettungsteam warten oder was, weil ich vorhin Ja geklickt habe?
Nein, der hat immer das Gleiche erzählt. Hier ist aber auch kein Ausgang. Ja, sicher. Du hast jetzt einmal Ja gesagt und dann wirst du nie wieder hier rauskommen oder was, wenn du nicht neu startest. Hallo? Was ist mit dir kaputt? Erinnert dich das an was? Du sagst einmal Ja und bist an irgendwas gebunden? Die Ehe? Hochzeit? Das sind aber komische Vergleiche. Ja, bist auch für immer gebunden und kommst dann nur mit einem Neustart wieder raus. Was wäre denn ein Neustart? Ein Sprung von der Klippe oder was? Ach, der fragt das. Jetzt soll ich einfach nach oben, hast gesagt, ne? Ah, guck mal, da ist doch so ein Freak. Verkauf mir was, du Arschloch! Hat der jetzt Salam Aleikum gesagt? Ich muss sagen, du nix Deutsch sprechen? Man muss aufpassen, dass da nicht irgendwie so ein 60 Jahre alter Ezio vorbeikommt. Das ist vor der Zeit. Hey Bertie! Bau meine Peitsche auf! Hey Bertie! Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Zwerg. Wo ist denn hier mal so ein Laden? Haben wir hier keinen Laden? Doch, wir haben hier einen Binnenladen. Was ist? Kein Bock auf dich. Er sagt zu mir, Rassist. Jetzt guckt euch mal bitte die Leute an, wie die hier dargestellt werden. Das sind ja eindeutig Türken. Ja. Alle Turban auf, alle am Tanzen, wie blöd. Was auch immer. Goldkrone, das ist für die Weiber. Wenn ich mal wüsste, was jetzt besser ist. Ich hole jetzt einfach mal von allem eine Sache und guck mal. Yay! Kauf dir dort ein Ticket zur Weihnachtsinsel. Wahnsinn. Okay, das ist schon mal besser. Und das ist auch besser. Du kriegst sehr viele geile Ausrüstung im Weihnachtsland finden. Was, da kriege ich noch eine bessere Ausrüstung? Du kannst schleudern dein ganzes Geld nicht. Habe ich schon. Ja, woher soll ich das denn wissen? Du musst neun Sachen kaufen. Beziehungsweise musst du nicht, aber solltest du. Ja, jetzt nehme ich erstmal das, was ich hier habe. Ah, wobei. Also Waschbärmütze ist auf jeden Fall schon mal richtig. Hast du eine Goldweste? Ja. Hast du eine Silberkette? Ja. Okay, dann hast du. Das sind doch alle Items, willst du mich verarschen? Es geht doch um die Weihnachtsinsel, da habe ich dich doch gefragt. Nein. Ja, weil da steht. Sieht das aus wie ein Schneedorf, du Penis? Vielleicht ist das Ironie oder Sarkasmus-Kind? Ja, genau, das. So, liebe Leute, das ist das Schneedorf mitten in der Wüste und warum? Weil die alle nur koksen. Was ist mit dir? Vom Gras kriegt man Hallos. Schön, dass mein kleiner Bruder sich damit so auskennt, wovon man Hallos kriegt, von welchen Drogen und so. Also gib jedem Waschbärmütze, Goldweste und Silberkette. Ich bin dabei.
Ja, ach. Lest doch noch vor. Mein Bruder gibt mir gerade so richtig geistreiche Infos. Da wäre ich auch nie im Leben drauf gekommen. Wenn ich nicht genug Geld habe, soll ich meine alten Sachen verkaufen? Nein, die behalte ich natürlich. Weil die brauche ich ja auch noch, die alte Ausrüstung. Hast du mal bei mir bei Final Fantasy zugeguckt? Ich habe da auch 15 Goldschwerter oder wie das heißt. Ja, du bist ja auch doof. Bei Lightning Returns behalte ich die Waffen nur, weil die dann komplett anders aussieht. Was denn? Ist das jetzt dein Ernst? Was denn? Ich bin doof? Ja, ich bestimmt nicht. Ich bin weg. Sitz. Wer ist sie denn? Tanz für mich. Immer mehr Menschen gehen fort von hier. Warum bloß? Ist doch voll die Oase hier. Auf der Weihnachtsinsel soll es einen Ort geben, an dem man es auch sehr warm an dem es auch sehr warm ist. So. Dann sollten wir nochmal schlafen gehen hier, ne? So. Zack, und speichern und so. Hyperaktive Weiber, ey. Rennen die ganze Zeit gegens Bett. So, wo kriege ich denn hier so ein Ticket her? Ich versuch's mal mit dem komischen Glatzkopf hier. Was für ein Ding? Visuvio, der Hüter des Feuerpalastes, ist entführt worden. Außerdem ist der Mana-Samen dort verschwunden. Ach, was ein Wunder. Ein Waschbärkind. Ich verdurste. Hast du mal eine Mark für mich? Hast du mal eine Mark? Ich brauche was zum Drücken. Kennt ihr das noch aus, wie heißt es nochmal? Christiane F. Hast du mal eine Mark? Hey. Von den Türken, Mann. Hey, komm, hast du mal eine Mark für mich? Sei doch kein Arsch, ey. Hast du mal eine Mark? Was für ein Türke? Hier sind alles Türken. Omar, beim Barte des Propheten, ich, König Omar, habe ein Problem, dass du genauso aussiehst wie deine Bauern hier vielleicht? Ich wette 50 Euro, der heißt mit Nachnamen Omairat. Bestimmt, Omar Omairat. Hm? Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Viktor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen wurde. Und so, wo soll ich mir jetzt dieses komische Ticket holen? Das weiß ich immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen soll. Ich sehe hier nur Palmen. Kauf dir dort ein Ticket zur Weihnachtsinsel. Wo? Dort. Kann man es hier vielleicht kaufen? Guten Tag, ich hätte gerne ein Ticket zur Weihnachtsinsel. Das sieht eigentlich nicht so aus. Ah, hier ist doch noch ein Weg. Ach, sieh mal einer, guck. Ciao, Belly. Ah, was kann ich für dich tun? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Ich setze dich in eine Kanone, schieße dich in die Luft und du wirst aufkommen mit dem Kopf auf die Boden. Oh, mach ein Bang. Boah, Alter, wenn ich so ein mega Salto die ganze Zeit machen würde, ich würde mich, glaube ich, voll bekotzen und das mitten in der Luft. Boah. Die kommen mir doch auch bekannt vor. Das sind Karate-Robben!
Rüstung. Wenn jetzt hier eine bessere Rüstung ist, ne? Ach nein, es ist einfach nur ein Berti. Verdammt kalt hier, oder? Das sagt er in der Nähe des Dingens hier. Was ein Name, ey, Berti. Hallo, ich bin Berti, der Schmied, und ich fahre Manta.